Löschflugzeuge für Welzow. Laut Brandenburger Innenministerium ist eine Machbarkeitsstudie zum Katastrophenschutzzentrum in Welzow geplant. Die soll bis Ende Mai vorliegen. Geprüft wird, ob eine Löschflugzeugstaffel am Flugplatz in Welzow stationiert werden könnte. Den Zuschlag für die Studie hat eine Forschungsgesellschaft aus Bonn erhalten. Die Landesregierung wurde im Juni 2020 mit der Prüfung für ein Katastrophenschutzzentrum am Standort Senftenberg-Welzow beauftragt. Prüfungsstress trotz Corona. Schulen in Brandenburg haben sich auf die Prüfungsphasen eingestellt. Bildungsministerin Britta Ernst hat in der letzten Woche betont, dass die Prüfungen in Brandenburg trotz Corona wie geplant beginnen sollen. Wenn der Bund das Infektionsschutzgesetz anpasst, könnte sich das allerdings noch einmal ändern. Regulär beginnen die Prüfungen für die 10. Klassen am 15. April. Die Abiturprüfungen beginnen am 21. April. Die LEAG und die GE Renewable Energy wollen neue Windparkprojekte auf den Weg bringen. Dazu wurden bereits Lieferverträge abgeschlossen. In Zukunft plant man, bis zu 50 Windenergieanlagen der neuesten Anlagenklasse zu verbauen. Laut Pressemitteilung gehöre man damit zu den ersten, die 6 Megawatt Windturbinen einsetzen. Die Projekte sind auf ehemaligen Braunkohletagebauflächen geplant.